Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Und da ist Bart aber herzlich wieder mit am Start. Guten Tag. Ja. Wohl, Freunde, ich bin es wieder mit dabei. Wir sind immer noch in der Scheißhöhle, suchen nach dem goldenen Schatz oder nach dem großen Haufen Scheiße, den wir hier finden werden. Wir wissen es nicht. Wir sind uns noch nicht ganz so sicher. Wir hoffen nochmal alles Gute, aber wir befürchten das Schlimmste eigentlich. Ich hoffe, dass mich was Großes erwarten wird. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe, uns erwartet allgemein irgendwas. Du weißt, ich bin schnell maßlos enttäuscht von irgendwas. Am Ende kommt dann nur so eine Alpha-Wall. Hier kommen sie nicht weiter. Warten Sie das neue Update ab. Das war genau das gleiche wie mit dem geilen Tor, mit dem großen. Da habe ich gedacht, es wird sich eine goldene Schatzkammer öffnen. Und was war's? Notausgang. Klasse. Ja, das war wirklich ein bisschen enttäuschend. So, aber hier müsste es noch irgendwo sonst noch wohl lang gehen. Das habe ich gerade gesehen. Hier war irgendwo noch ein Seil. Dass du dich hier noch so gut auskennst. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob wir jetzt unten sind, oben, zweite Ebene, dritte Etage. Ja, man muss sich auch mal ein bisschen merken, wo man langgelaufen ist, ne? Das wäre vielleicht mal eine Weisheit fürs Leben, falls ich mal verlaufen sollte. Ich habe ja nur, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht so das Beste, irgendwie. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich hier auch noch richtig bin, wo ich jetzt bin, Mine. Ja. Ich glaube, ich bin verkehrt gegangen. Ich bin hier. Ich sehe zwar deinen Namen, aber... Ist da auch irgendwas durchkrabbelt? Ja, hier. Nee. Verkehr, glaube ich. Ach da! Huhu! Ich stand von der Wand. Das sah aus, als wenn du in der Wand dahinter wärst. Geil, Alter! Wie er da oben so in dem Stein klemmt. Ich hätte Angst! Entschuldigung! Bist du auch so hier? Geilste überhaupt, ey. Ich kriege hier voll die Beklemmungen. Ja, ich merke das schon. Also hier geht's auf jeden Fall hoch. Ach, hier waren wir auf jeden Fall. Hier wird's laut. Nee, hier waren wir noch nicht. Du hast echt keinen Plan mehr. Ich hab einfach keine Ahnung mehr. Ach Quatsch. Merkt man kaum. Ach nee, ist das gefährlich. Direkt so ein Witz zum Anfang der Folge. Ich müsste nochmal irgendwie was essen. Hier ist aber auch immer gleich schattig, ist das Problem. Immer gleich dunkel. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Oh oh. Monster. Bist du bereit? Warte, soll ich mir was machen drumrum? Ja. Feuerachs auf jeden Fall anzünden. Und beeilen, der kommt. Warte mal. Und er hat uns gesehen und ich müsste jetzt zuschlagen. Komm hin. Alter! Alter! Uhuhu. Ich bin runtergefallen! Ja, weil er dich geschubst hat. Ich bin rückwärts gegangen. Ich bin so doof. Scheiße. Ey. Also manchmal habe ich auch die, weiß ich nicht. Bist du tot? Ja. Hast du was anderes erwartet nach dem tiefen Höhlenfall? Scheiße. Nee, also mit Höhlen und so, da ist nicht so mein Ding, Mine. Mich ganz ehrlich, also weiß ich nicht. Erstmal sehe ich hier drin nichts. Ich bin sowieso so halb blind. Mach doch die Bildschirmauflösung, Alter. Übrigens für alle, die am iPad oder am Handy gucken. Da könnt ihr die Bildschirmhelligkeit ein bisschen höher stellen, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Am besten auf 100%, weil sonst... Ehrlich, weil wenn wir schon wenig sehen, dann seht ihr aber noch weniger. Das ist nicht das Problem. Ich habe selbst schon das Licht ausgemacht bei mir im Zimmer, damit ich was sehe. So, mach mal hier die Fackel an. Hier liegt der Tote übrigens. Hast du ihn getötet gekriegt? Ganz alleine ohne mich? Ja, natürlich. Ich hier alles alleine ohne dich mache. Fetten Respekt an dich. Danke. Ey, ich sehe wieder... toll, jetzt sehen wir wieder die Flaggen. Siehst du sie auch? Jawohl! Super. Und alles nur, weil ich runtergefallen bin. Verstehst du? Das ist meine Hilfe an dich. Halbe Menschen, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das ist von dem komischen großen Vieh gerade. Was hat er denn so, die inneren Organe? Hat er noch alle? Wie so eine Speckschwarte, wie so eine Schweineschwarte, die hier am rumtänzeln. Hier. Ekelhaft bist du. Bist du denn schon wieder hingelaufen so schnell? Ja, hier ist so eine Wand, das hat mich so ein bisschen angelockt, da musste ich jetzt natürlich mal rein. Oder muss ich tauschen? Ach, hier bist du rein. Ja, schön, dass du dich mal so viel anlockt. Oh, hier war noch nie jemand, Jasmin. Jetzt sind wir drin. Diese Vorschlagbretter, die hat wahrscheinlich jemand anders sein gemacht. Warte, ich muss mich aber da vorne nochmal umgucken. Bevor ich hier weitergehe. Ich muss immer alles sehen, verstehst du? Hier hängt ein Totenschädel. Mit leuchtenden Augen. Mit Kerzenschein im Kopf. Ja, dann können wir auf jeden Fall schon mal nicht die Ersten sein, die hier waren.
Wie heißen die? Die Candle-Kerzen oder sowas? Yankee riecht nach Vanille, jede. Yankee Candle, hier riecht's nach Vanille. Ja. Yankee Candle. Wird schon wieder weggelaufen? Ja, ich bin jetzt nochmal zurückgegangen, weil ich nochmal gucken wollte, ob hier noch irgendwas ist, was ich vielleicht übersehen habe. Der Kletterhaken wäre schön, wenn wir den mal finden würden. Ja, deswegen. Überall umgucken auf jeden Fall. Aber wir uns hier nur noch in Höhlen aufhalten, brauche ich den ganz dringend. Alter. Wie riesig diese Höhlen sind. Und dass wir nicht mal ein Benzinfeuerzeug rausgetan haben. Alter, da stehen schon wieder zwei. Zwei was? Zwei. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Kommt er? Lass ihn kommen. Soll ich denn das nochmal anzünden? Arschloch. Wo ist der andere? Oh, scheiße, ich bin tot! Renn weg! Renn weg! Ich lauf weg! Renn weg! Auf jeden Fall! Und muss dann? Ich irgendwie wiederbeleben. Wie könnt ihr nochmal mal ein scheiß Ding anzünden? Ja, du musst. Erst, du musst da Stoff drum wickeln. Hab ich. Und dann L gedrückt halten. L? Ja. Jawohl. Es brennt. Kann ich kommen? Ja. Auf E, wo belebe ich dich wieder, wa? Ja. Wieder. Juhu! Yay, boah, geil, Gott sei Dank. Kein Thema für mich, verstehst du? So, dann gucken wir uns hier nochmal eben um. Erstmal den Rückzug gewählt und dann taktisch vorgegangen. So sieht's aus. Du machst das ja immer. Ich bin nichts anderes gewohnt von dir. Eben. Vor allem auf den mich. Rückzug. Der ist den gut. Hör mal. Nein. Auf wie ich dich wieder belebt habe und gerettet habe. Gut, ich bin auch ein paar Mal in die Höhle gefallen. Das sieht aber irgendwie aus, wenn man das sprengen könnte, oder? Ja, deswegen Dynamite. Hey, hinter dir. Hinter uns! Komm her, du Alter. Affenkopf. Wo kam denn jetzt schon wieder her? Da! Burn, Motherfucker, burn. Ah, tut nicht so gut, wa? Ja, ich weiß, gefällt dir nicht. Ach nee, er Leute. Er ist tot. Ey, Leute von heute. So, jetzt. Ja, hast du es sprengen? Gesprengt? Nee. Ja, dann schmeiß doch mal was rein. Ich hab kein Dynamit mehr. Weißt du, ja, Papa hat doch alles dabei. Aber ich könnte. Pack doch einfach. Ich könnte mir eine Bombe bauen. Dynamit. Anzünden mit Licht. So, so. So, so, so. So, weg von dem Felsen! Ja, Alter, sagst du mir. Nee, und? Kannst du nicht sprengen. Toll, danke für nix. Dynamit vergoldet. Ich hab mir mal Dynamit vergoldet. Aber es ist ja kein Thema für dich. Kannst du ja alle sprengen. Ach, guck mal, da oben geht's raus. Okay, dann sind wir hier auf jeden Fall falsch. Dann müssen wir hier noch weiter. Sagst du. Waren wir hier nicht schon? Hä? Hier bin ich auch falsch. Mine. Ja, da oben ist ja wieder so eine goldene Flagge. Dann war ich da schon mal auf jeden Fall auf dem Eingang. Ich war da vielleicht noch nicht drin. Hier ging es doch weiter. Da will ich doch mal weiterschauen. Ah, jetzt sehe ich den Eingang wieder nicht. Ach, hier. Ich bin reingestolpert. In den nicht Eingang. Ich immer reinstolper, ja. Ich wollte gerade sagen, du stolperst doch immer in allem rein. So. Das aussieht einfach. Ich komme. Irgendwie pervers. Drinks für alle, yay! Drei Bier für alle, der letzte zahlt. Beste. Drei Bier für alle, der letzte zahlt. So behindert. So. Nee, also ich weiß es nicht. Gibt's hier noch was, Mine? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man sich auch hinlegen und nur noch hier so herrutschen? Es wird immer flacher. Ich robben gleich nur noch. Oh, jetzt geht's immer tiefer rein. Hier hängen schon so komische Dinge an der Decke. In den Schlund der Höhle. In den Schlund. In welchem Lexikon hast du das denn wieder gelesen? Oh, ich hab gegoogelt. Gegoggelt. Echt? Er hat so bei Google eingegeben, schlaue Wörter. Und da kam sofort das erste Wort, Schlund. Ja, glaube ich sogar. Für eine große Höhle. I. I. Aber hier sind wir richtig. Wenn hier Leichen hängen, ist alles in Ordnung. Hier steht wieder so ein fetter PC.
Guck mal hier, was hier alles drin ist. Leckerchen, Medizin. Jo. Aber mit ist dem das, PC ist weißt du, was das eigentlich ist? Das ist gar kein PC. Nee, das ist vom Flugzeug. Hier so ein... So ein Cola-Wagen und sowas. Genau. So ein Getränkewagen, Alter. Wir Dummies wieder. PC. Hightech-PC. Echt. Jetzt bin ich schon wieder um einiges schlauer. Ja. So. Alter, wo geht's denn hier überall lang? Wie richtig, können wir hier tauchen? Ja, da können wir auf jeden Fall lang. Ich will aber mal eben hier gucken, wo es hier lang geht. Wir sind jetzt schon wieder hingelaufen. Hier ist aber wie schnell bist du eigentlich? Links-Rechts-Kombination! Ja, ich bin da... Hey, jetzt bist du ganz woanders, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Ich bin da ganz fix unterwegs. Ach, hier geht's auch raus. Okay, dann sind wir hier auch falsch. Andere Richtung. Kannst du in die andere Richtung gehen, die war richtig. Er steht da nur noch total verwirrt. Echt. Total Juhu! Geil. Ey, Atemraum, was hier so los ist. Hammer, oder? Ja, krass. Boah, krass. Jetzt sprinte ich hier so rein. Ich sollte vielleicht weniger sprinten. Alter, was ist Alter, das hier? Berghöhlenretter kannst du hier auch durchjumpen. Hä? Was sind wir denn jetzt? Weiß nur eins, ich komme gleich mit nicht mehr weiter. Wenn jetzt noch dreimal das Feuerzeug ausgeht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Muss ich gleich wieder die große Taschenlampe anmachen. Jetzt sind sie wieder und Babys. Oh. Drei Stück, vier Stück. Aber die kriegen jetzt Dynamit. Ein Bäumchen von mir. Kriegen die? Ein Bäumchen. Ja, dann gib ihm mal ein. Ey, du bist so weit weg. Ich da bin, sind alle tot. Alter, hier ist alles voll, Mine. Ja, weiß ich. Ich stehe hier oben. Wo bist du? Hier oben. Ich hab mich in Sicherheit gebracht. Alter, ich bin tot, wa? Echt? Ja. Ich auch. Ah, wir sind am Arsch. Shit. Was jetzt? Ja. Bleibt uns nichts anderes als E drücken. Oh nein. Wir sind Versager auf der ganzen Linie. They survive 4. Und warum, Jasmin? Weil du mich nicht retten konntest. Ja, ist scheiße. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch in die Höhle zurück und unsere Sachen holen. Ja, Gott sei Dank war das ja nicht so weit. Ja, aber da gibt's ja noch einen anderen Weg hin. Alter, scheiße. Nee, das war klasse. Ja, du rennst ja auch wieder da rein. Ich bin gestolpert. Wie immer. Wie immer. Ich bin gestolpert, sagt er. Voll über meine eigenen Füße. Schön, dass ich keine Axt wieder habe, weil du die ja wieder genommen hast. Ich sehe auch den Totenkopf, nicht du? Nee, der Schlund hier reingezogen. Ich sehe ihn echt nicht. Was machen wir jetzt, wenn wir unsere Klamotten nicht wieder kriegen? Sind wir auch am Arsch. Was bist du denn jetzt für einer? Bist du jetzt Mexikaner? Du auch. Du hast eine Brille auf. Du auch, so eine goldene, glitzernde. Und so einen coolen Bart. So eine Glitzerbrille, so eine goldene, du auch. Ja, du auch. Sind wir Zwillinge? Ja. Kannst du ein cooles Selfie von uns machen? Leider nicht. Schade. Ich kann von dir eins machen. Komm, in einer coolen Pose. Ja. Ach, herrlich an dieser Stelle. Aber ich will so ganz nah eins haben. Guck mich mal ganz gerade an, so schön. Ja, so. Ach, hallo. Das ist einfach wunderschön. Echt. Ja, das aber anstatt hier Selfies zu machen und zu freuen, dass wir Mexikaner sind, sollten wir vielleicht mal sehen, dass wir unsere Klamotten wieder kriegen. Ja, nur hat jetzt der Schlund unsere Klamotten... Das Problem ist, siehst du überhaupt irgendein Icon? Nein. Ich auch nämlich nicht. Ich sehe noch nicht mal unser Haus. Sind wir gerade wieder abgestürzt? Ja, werden wir zum ersten Mal auf die Insel gebeamt? Nee, ich habe da unten ja Find Your Corpse. Mysteriöse Dinge gehen in dieser Insel vor. Ich hab's da unten ja stehen, aber... Mysteriös Miss X-Faktor, das Unfassbare hat wieder zugeschlagen. Ja. Ist diese Geschichte wirklich so passiert? Oder haben wir Ihnen eine Lüge erzählt? Entscheiden Sie. Entscheiden Sie. Hier ist auf jeden Fall schon mal sowas. Das ist was ist denn sowas? Ja, eine Höhle. Das ist natürlich die Frage, ist es eine Höhle von der Höhle? Kletter mal kurz rein. Ja, ich sehe meinen Totenschädel. Echt? Ja. Korrekt. Ich komme auch mal runter. In so ein Loch bin ich gerade reingefallen. Wie geht das denn? Da passe ich ja kaum rein. Wir könnten sogar Glück haben, dass es die Höhle ist. Wo ist denn dein Schädel? Jetzt habe ich natürlich nichts außer dieses beschissene Feuerzeug.
Halt gut, die Taschenlampe war eh unnütz. Bist du auch da? Ja, ich komme. Alter, mein Feuerzeug geht nicht an. Wir haben aber auch nichts. Ich habe kein Ding zum Hauen, ich habe nichts. Wo bist du schon wieder? Warum bist du schon wieder 3 Kilometer weit weg von mir? Nee. Ja, aber hier ist doch falsch. Waren wir hier schon mal? Kannst du dich daran erinnern, ob das die Höhle ist? Jetzt fragst du wieder den Falschen. Kann ich mich an irgendwas erinnern, ist die Frage. Die Antwort lautet nein. Fuck, aber mein Korpus zeigt da an. Meiner auch. Ja, dann weiter dahin. Dann müssen wir hier wieder raus. Also tiefer rein. Nee, hier geht's ja raus. Hä? Hier. Jo. Ich... Ach, immer durch so enge Schlitze und so durch. Aber und, jetzt sehe ich meinen Totenschädel wieder nicht. Das ist doch Betrug am Kunden. Hä? Ich brauche meine Klamotten zurück. Das raff ich jetzt auch voll nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt die Höhle war, in der wir drin waren. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir auf dieser Insel gewesen sind schon mal. Oh Mann. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Wir brauchen unsere Sachen wieder. Was bist du für ein Survival Guide? Was bist du für ein Survival Guide? Ich bin abgeschützt mit dem Flugzeug. Ich bin Passagier der Boeing 747 gewesen. Ich konnte nichts dafür, dass ich hier gelandet bin. Ich habe dich gefunden und jetzt versuche ich mit dir, Ureinwohner, du bist ja hier anstatt Ureinwohner, so wie du aussiehst, zu überleben. Oh Mann. Nee, ist ja klasse. Und ich laufe hier nur mit der Fäuste rum, Boxhandschuhe an. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt in die Höhle reingehen, haben wir natürlich null Equipment. Und dann müssen wir quasi überleben, bis wir da sind. Ach jo, tauchen und sowas. Ohne Sauerstoff. Stimmt, Alter, können wir gar nicht. Jetzt sind wir richtig am Arsch. Scheiße! Du alter Mexikaner, was machen wir jetzt? Du bist hier der Mexikaner, Alter! Du hast Scheiße gemacht! Du hast Scheiße gemacht! Du wolltest in die Höhle! Hör mal! Ja! Jetzt, ja! Ehrlich? Das war der Zorn Gottes, weil du mich Scheiße genannt hast! Das war der Zorn Gottes, weil du mich Scheiße genannt hast! Kacke! Was machen wir jetzt? Ja, weiß ich nicht! Soll ich googeln? Wir können höchstens neu laden. Neu laden? Dann dürfen wir nicht speichern, dann müssen wir neu laden. Ich weiß es nicht. Du bist der Chief. Du bist der Chef. Du bist Mr. Let's Play. Mr. Let's Play. Ich beuge mich von dir. Mrs. Let's Play, ja? Naja. Das wollen wir mal nochmal sehen. Mein Vollbart. Ich bin eigentlich Bart, aber herzlich. Und ich bin sogar Mimi. Es gibt mir noch meine hohen Stimme. Dann meine ich das so, dass ich das da hinten total beschissen aus gerade. Laden bei dir die Bäume auch nicht? Pass mal auf, ich habe einen High-End-PC. Meine, hier ist alles aufgebaut bei mir, verstehst du? Ja, ich auch. Aber trotzdem sieht es bei mir scheiße aus. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge. Ja, ich würde auch mal sagen, es war... Ach, guck mal, das Flugzeug, wir sind echt weit gekommen. Schwache Leistung heute irgendwie. Ja, das war heute echt eine schwache Leistung. Aber wir versuchen es irgendwie wieder zu retten. Also, ihr könnt uns ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Nee, weiter. Wisst ihr was? Lasst das mit in die Kommentare schreiben. Ich entscheide das jetzt einfach selbst. Wir laden nochmal neu. Ja, weil sonst kommen wir nicht mehr an unsere Sachen dran, Alter. Dann haben wir das Tauchergerät nicht mehr, nichts mehr. Da wäre ich ziemlich traurig. Ja, ich auch. Eigentlich finde ich schön, dass wir gerade beide mexikanisch sind, aber... Ich find's auch klasse, vor allem so zwillingemäßig und so. Du bist so aus wie Pablo Escobar. Ich bin Pablo. Pablo. Hallo. Arriba. Los Bojos. Echt, Los Bojos bei McDonald's. Ja, ja. Das war jetzt natürlich auch eine tolle Schleichwerbung. Das machen wir auch häufiger, mal so zwischendurch. Echt, Apple. Alles hat hier schon seinen Platz gefunden. Also, wir warten auf den großen Werbedeal. Wollte ich gerade sagen, weißt du, aber angeboten, dass mich dafür mal jemand bezahlt, hat mir noch keiner. Weißt du, Apple kommt auch nicht mal auf die Idee. Echt, dass ihr uns mal ein iPhone schenkt oder so. Ja. Nein. Finde ich aber auch. Werden einfach ignoriert. Und für alle meine Zuschauer mal ein iPhone, finde ich. Oh, jetzt hast du noch niemals mehr... Bis deine Kniescheibe bist du verschwunden. Hässlich. Stell du dich mal da rein. Hallo! Dafür, bin der Mexikaner ohne Beine! Dafür kriegst du jetzt eine. Aua! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Mexi!
Mexican. Mexican ja. Boy. Ja. Ich würde sagen, es tut uns leid für unser Versagen. Aber es ist ja nicht anders gewöhnt von dir, wolltest du sagen, oder? Nee, ich wollte eigentlich sagen, wir sind ja nicht anders gewöhnt. Habinemok. Ach, Habinemok zockt. War uns der erste Einfall, aber ich heiße ja Bart, aber herzlich. Bart, aber herzlich. Kann man sagen, stolpert halt gerne mal in ein paar Dinge rein. In den Abgrund. Vorzugsweise in Höhlen oder in 200 Meter tiefe Abgründe. Aber nun gut. Gut, ohne Beine, was soll ich machen? Nur auf Stumpen zu laufen, ist auch anstrengend. Das stimmt. Aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Lustig war sie ja, das kann man natürlich wieder nicht sagen. Ne? Lustig war es auf jeden Fall. Ja, hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fand's lustig. Ich fand's auch amüsant. Ja, dann ist die Hauptsache. Hauptsache, wir haben Spaß, weißt du? Dann können wir das auch weitergeben, dieses Gefühl der Spaßigkeit. Richtig. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Adelan, bis dann. Tschüss. Tschüss. Warte, ich will noch mal einmal was zum Schluss sagen. Sinimini. Sag du es doch auch noch mal. Sinimini. Tschüss. Ist ein Insider. Tschüss. Echt? Tschüss.